Moin Moin Leute, ich bin Lilkopf's Brain oder einfach Janik und begrüße gerade dich zu einem neuen Video. Und heute im Video geht es um einen ganz normalen Frosch. Mit dem Schnäuzer. Der Wahnsinn, oder? Leute, ich habe mal wieder ein wundervolles Indie-Game mir rausgesucht namens I Frog On. Also, er hat es vergessen, aber mit einem Frosch zusammen. Funny, oder? Wir können hier oben auf Play drücken oder wir können uns Froschfakten anschauen. A notable member of the amphibian group. Frogs are primarily carnivorous, eating anything from insects to even small vertebrates. Harmless. Okay, Frösche sind harmless. Diverse in their distribution, frog species can be found in tropical to subarctic areas of the world and outer space. Ein Frosch in... Will Elon Musk deswegen zum Mars? Gibt's da Frösche? Weil dann komme ich mit. As with all other amphibians, frogs are cold-blooded, which means they can not regulate their body temperature, are off the chain. Alright, back. Gut, ich würde sagen, wir gehen rein. Das Spiel soll auch verschiedene Endings haben. So viel schon mal vorweg. Und wir gucken mal, was uns erwartet. Auf geht's. Mhm. Hey. Hi. Es geht. Schön sieht's hier aus. Are you going to sit here in the dark all day? Ja, ich wollte hier sitzen bleiben. Es ist schön dunkel. Was soll... Ich habe einen Kamin an. Ist hier cozy. Warum sollte ich mich irgendwie anders hier... Well, whatever floats your goat. Was auch immer deine Ziege... Okay, I guess. Wo ist die Musik hin? What was that? Ugh. Wonder if our neighbor Crazy Dave microwaved his phone again. You should probably go check it out. Sicher? Ich weiß ja nicht. You gotta use WSAD and keep an eye on your crosshair. When it lights up red, you can use E to interact with stuff. Alright. Come back and tell me what happened after you find out. Okay, also wir haben momentan die Überlegung, dass unser Nachbar Dave anscheinend sein Handy in die Mikrowelle gepackt hat und in die Luft geflogen ist. Gut. Wir haben gerade 10 nach 6 circa. Alright. Da kann man sein Handy ja schon mal in die Luft jagen. Ist das schön. I wanna go to there. Ich will hier wohnen. Boah, ist das hübsch. Aber hier liefert bestimmt Lieferando nicht hin. Hier kann ich nicht wohnen. Was haben wir hier Schönes? Okay, wir haben hier eine Schublade. Auch eine Schublade. Auch eine Schublade. Hier können wir nichts von nehmen. Hier irgendwas? Nö. Schöne Pflanze, die eher aussieht wie ein ganzer Baum. Schublade, Schublade. Ohne was drin. Talk to Santiago. Hey, go check out that noise. I think it came from upstairs. Okay, von oben. Oh, auch nichts drin. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal nach oben. Bevor wir nach oben gehen, gucken wir uns hier natürlich schön um. Ui, für wen ist das hier denn aufbereitet? Ein Kuchen. Oh mein Gott. So ein lecker Kuchen jetzt. Mhm, mhm. Schön hier alles wieder schließen. Ist wichtig. Ich finde, das Spiel sieht sehr hübsch aus. Eine Pizza im Schrank. Ach, das sollte unser Tiefkühlfach sein, glaube ich. Ist das eine Melone? Junge. Ganz schön krasse Melone. Okay, hier finden wir erstmal nichts. Ich bin ja hier gerade der Easter Egg Hunter, Freunde. Auch wenn Ostern schon vorbei ist. Bitte lasst dem Video ein Like da. Bitte. Können wir auch vielleicht einfach nach draußen gehen? Warum sind hier eigentlich überall so wirklich so Kerzen an? Haben wir kein... Wir haben doch sogar Licht. Vielleicht sparen wir auch einfach gerne. Da ist ein Eichhörnchen, was eher aussieht wie eine kleine Ratte. So, hallo. Dann gehen wir mal die Treppe hoch und gucken, was uns da erwartet. Hallo? Okay. Aber wenn er sagt, dass unser Nachbar irgendwas in die Luft gejagt hat, dann kann es doch eigentlich nicht von oben kommen. Oder haben wir einen Mieter, der irgendwie über uns wohnt? Ist das hübsch. Wow. Hier ist unser Schlafzimmer. Hübsch, hübsch, hübsch. Geschenke. Ich weiß nicht, für wen die Geschenke sind.
So, Alter, was ein Panoramafenster. Ich kann dir hier zugucken, wenn du am Schlafen bist. Ah! Ha! Moin? Was geht? Hey, you. You're finally awake. Sprechender Frosch, was ist in meinem Raum passiert? Ist das eine Skyrim-Referenz? Wirklich? Shh, das ist nicht wichtig. I know what I look like, but I'm not actually a frog. I'm an all-powerful wizard. Er ist ein Zauberer. My name's Diego. Was geht, Diego? But I don't remember how I turned into a frog. Like amnesia or something. Basically, I frog out. Also er weiß nicht mehr, wie er ein Frosch geworden ist. Er hat irgendwie Gedächtnisverlust anscheinend. Is that a frog pun? Start from the beginning, tell me everything you remember. No, really, was that a Skyrim reference? Ich will's jetzt wissen. If I said no, would you believe me? Also no, but can we get back to the fact you're talking a frog in my house? Absolutely not. Ugh. So, anyways. Like 5 minutes ago, I was a cool wizard. But then, I messed up a spell I was casting, and I guess I turned into a frog? In your house? I have zero memories of what happened, and zero idea how to fix this. Can you help me out here? Wenn ich jetzt Nein sage, meint ihr, der kann mich dann trotzdem als Frosch umbringen? Hmm. A little bit of frog magic and poof. Let me try this one more time. Will you help me out now? Don't trust the frog. Da steht, ich soll dem nicht vertrauen. Don't. I knew you would come around. Since I need to get back to my human form, okay, do you happen to know anything about transformation potions? Absolutely, I've played Wizard 101 before. Absolutely not, I will mess this up big time if you make me help. Ja, ich werde es komplett verkacken. Ich werde, gib mir das in die Hände, es wird eine absolute Katastrophe. Perfect. I'll have you whip me something up. Okay. Even though I don't remember what I need exactly, I do remember some of the ingredients vaguely. Okay. For example, was brauchst du? The first ingredient is something sweet. I literally just told you not to trust me with this. Ich hab dir gerade eben erst gesagt, du sollst mir nicht vertrauen bei dem hier. Awesome. You need to go around your house and find me ingredients. Bring them back here to my cauldron when you found it. So, what are you waiting for? Go find me something sweet. You better hop to it. Okay, wir sollen etwas Süßes finden. What? Did you already find me something sweet in your house? Okay. Hier können wir nichts weiter machen, weil das ist doch absolut verrückt. Was ein Frosch. Also wir suchen etwas Süßes. Zum Beispiel ein Donut. Unten wäre auch ein Stück Kuchen gewesen. Ich finde es schön, dass das angezeigt wird, wo das gerade ist. Whoop. That must have been the correct ingredient. Look, my magic's already coming back. Hey, why were some objects glowing? Because I use my frog magic to help out, obviously. Ah, I thought you didn't remember anything. How would you know what to enchant? True. Das sind eine Menge Punkte. So anyway, I need you to bring me something cold. Like now. And stop asking so many questions. Kids, shaking my head, am I right? Kinder, immer. Ey, anstrengend. Okay, wir brauchen etwas Kaltes. Warum ist... Photos of my ex! Oh Gott! Okay. Ja, I guess das ist kalt. I'm scared to ask, but what was that? The absolute coldest-hearted person I've ever met. My ex, lol. Weird flex, but okay. Regardless, that seemed to have worked. Not gonna question it. Just gonna move on. Okay, was brauchst du noch? Next, I need something electronic. You know where to find me. Okay, etwas Elektronisches. Warum ist der Baum elektronisch? Und was ist hier elektrisch? Der PC. Freunde, das wird mein letztes Video. Nachdem das jetzt gleich in dem Kessel landet, werde ich nie wieder ein Video hochladen. A whole PC for me.
with a 4080 nonetheless. Oh my god. That must have been so expensive. Warum wird der Bildschirm gerade so ein bisschen LSD-mäßiger? Ich glaube, ich fühle mich ein bisschen woozy. Ach, just normal potion-making side effects. Don't worry, totally fine. Okay. With that, we only need two more ingredients. Okay. I'm gonna miss you after you're gone. Gone, like, when this is finished. Not like, dead gone. That would be crazy. Lol. Mm-hmm, na klar. For this next item, I need something green. Ich meine ja nur. Also der Frosch ist ja grün, ne? Nehmen wir jetzt wirklich unseren Freund? Wir werden... Mir ist jetzt erst aufgefallen, das Tier Kiwi sein und er ist angemalt wie eine Kiwi. You monster. Did you just throw your pet into my cauldron? I mean, he was green, wasn't he? Ich fühle mich definitiv nicht gut. Er hat nie seine Rente bezahlt. Er war grün. You're a scary kid. You know that, right? All I need is one last ingredient. Eine. I need, drumroll please, something sharp. Don't worry about why. It's for the potion. Just bring me back something sharp and this will all be over soon. Okay, etwas Scharfes. Warum ist das Toast scharf? Slice of bread? Ich weiß nicht, was daran scharf ist, aber vielleicht macht das jetzt auch seinen Trank kaputt. Wir sind ein Frosch! Hat er uns in einen Frosch verwandelt? Well, this is awkward. You must have messed up the potion somewhere and turned yourself into a frog too. Why didn't you just follow my directions? Jetzt sind wir beide Frösche. I forgot. Tja, wir haben auch einfach vergessen, dass wir einfach dem folgen sollten. Ending 2 of 3. Neutral. Okay, das Neutral Ending. Wir versuchen es natürlich erneut, Freunde. Und diesmal folgen wir genau seinen Instructions. Hey you, you're finally awake. Hold on, I'm getting serious déjà vu. Oh really? Cool, I don't need to explain this to you then. Grab me something sweet and we can get a move on. Okay. Eins davon hat immer eine Farbe. Ich frage mich, ob das nochmal irgendwie besonders wichtig ist. Cupcake. Cupcake. Okay, es gibt drei Endings. Also es wird noch ein gutes Ending geben und es wird noch ein schlechtes Ending geben. That must have been the correct ingredient. Großartig. Look, my magic's already coming back. Ja, was brauchst du noch? Etwas Kaltes. So, weil jetzt, obwohl die Ex leuchtet zum Beispiel gerade auch blau. Ja, dann nehmen wir das doch. Das war meine Ex. Weird, regardless, not gonna question. Electronic. Jawohl. Er bekommt mal wieder hier meinen PC-Tower. Ich glaube, die haben einfach nur verschiedene Farben, weil es was anderes sein soll. Naja. It's definitely worth it. Stop, you're gonna make me blush. With that two more ingredients. Wir brauchen etwas Grünes. Diesmal werden wir nicht unser Haustier nehmen, sondern eine Birne. Wir wollen ja nicht komplett krank sein beim zweiten Mal. Dann holen wir noch was Sharpes. Dude, I love Pierce. How did you know? Ich versuche einfach so schnell wie möglich aus dem Haus zu kommen. Ah, you got to be my most favorite human I've ever tricked, spent time with before. Natürlich hat er uns nicht getrickt. Er verbringt einfach nur Zeit mit uns. Out of all of them, you're definitely my favorite. Did you say tricked? All I need is, okay, a sharp object. Alright, alright. Okay. Diesmal kein Slice of Bread, Freunde. Ich wünschte, das können wir nochmal ausprobieren. Bevor wir das jetzt hochbringen, können wir gerade mit ihm nochmal reden? You don't look so good, buddy. Why don't you lie down? Ja, ich würde mich gerne hinlegen. Nach draußen gehen kann ich nicht.
Oh? Das war jetzt gerade nicht mehr hinterlegt mit einer Farbe. Vielleicht muss man sich wirklich hinlegen. Naja, geben wir ihm das erstmal. Oh man, you made this way too easy for me. Anyway, probably want a brace for the fall. It would be a shame if my dinner got scuffed up. My dinner? Werden wir zu einem Frosch gegessen? Truth is, the game was rigged from the start. Was ein Fiesling. Das hätte ich niemals erwartet. Ending 1 of 3. Obedient. Okay, und jetzt müssen wir irgendwie noch das dritte Ending erreichen. Und wir sollen dem Frosch nicht vertrauen. Hey you, you're finally awake. Oh really? Yeah, cool. I don't need to explain this to you. Großartig. Grab me something sweet and we can get a move on. Mhm. Okay. Dann wollen wir doch jetzt mal direkt mit ihm reden. There's a frog? In our house? He said he froggot. How he got here? Man, that's the lamest pun I've ever heard. It'd be so lame if some death-based a whole game of a pun is lame as that. Oh, große Klasse. Okay, nehmen wir diesmal hier den Slice of Cake. Statt den Donut oder irgendwas. That must have been the correct ingredient. It was hard not to eat that. Yo, I feel that in my soul. I saw you throw it in and wanted to sneak a quick bite myself. But like being a frog and all, I thought it would be weird. Anyway, I need something cold. Okay. Ich glaube, jetzt gerade fühlen wir uns noch nicht zu schlecht, dass wir gesagt bekommen, dass wir uns hinlegen sollen. Was könnten wir hier rausholen? Eiswürfel. Oder wir können jetzt schon anfangen, etwas Falsches zu machen und eine Kerze zu holen. Die ist ja definitiv nicht kalt. Ich weiß aber nicht, ob das dann jetzt einfach dann schon zum Neutral Ending führt. Wir versuchen es mal. Hey! What are you doing? That's not cold. I'm an agent of chaos and let the intrusive thoughts win. Since it was your first mistake, it's probably fine. But don't do that again. Next, I need something electronic. It should be a lot harder for you to mess this one up, shaking my head. Keine Sorge, auch das kann ich verkacken. Also das erste kann man, glaube ich, nur richtig machen. Und jetzt kann man anfangen, Sachen falsch zu machen. Also aktiv die ganze Zeit falsch zu machen. Vielleicht wird man dann nicht unbedingt ein Frosch. Hey, what did I say about messing up my potion? Better question, what on earth is happening right now? Just normal potion-making side effects. The fumes and stuff, yeah. Just normal potion-making side effects. We only need two more ingredients. Go fetch me something green or else. Okay, wir brauchen irgendwas, was nicht grün ist. Und da es nicht unser Haustier ist und auch nicht die Birne, nehmen wir eine Orange. Okay, also ihr seht schon, wir gehen gerade auf jeden Fall auf das andere Ending zu, weil das hat ja richtig gerade Side Effects hier. Oh boy. How hard it is to follow my simple instruction. Where did the exit button go? You know what? It doesn't matter, it's too late. For what? All I need is one last ingredient. And all I need is something sharp. Don't worry about why. It's for the potion. Just bring me back something sharp and this will all be over soon. Okay, wir brauchen irgendwas, was definitiv nicht scharf ist. Wie geil ist es gerade bitte, dass hier die ganze Zeit diese Grafik ändert. Das ist ja einfach ein komplett anderes Spiel, in dem man dann gleichzeitig rumläuft. Ist das gut? Das ist jetzt sogar eine Potion!
Hey! What have you done? You've ruined my potion! I will show you what happens to those who try to escape. Boah, ich glaube, das Video wird auf YouTube gleich so verpixelt sein. Hilfe? Hey, where did you go? Oh, I see. You want to play hide and seek? Well, ready or not? Here I come. Spellbook. Oh Gott. Eine Fernbedienung? Junge, ich hab... Alter! Warum hat sich das Game gerade so unfassbar gruselig verändert? The count rises to 18 people missing since last April. What? They disappeared in their own house. I don't feel so good. Something is very wrong. I followed his instructions, but he was... The walls are moving. He asked me for something sharp. I need the spellbook. There's no recipe that calls for something sharp. I fear my life is in danger, and if you're reading this, you are too. Okay. Ich hab Angst. Ich hoffe nicht, dass der uns gleich total überrascht aus dem Nichts. Ist hier irgendwas zu lesen? Nee. Da hinten ist was. Dream Eater. Refers to itself as Diego. In a dreamlike state, giving them a false sense of happiness and security. In this state, it should appear to victims as a small frog-like amphibian. In reality, it is... If victims should obey Dream Eater, then the entity can successfully devour the victim's soul and body, leaving no physical trace behind. However, if victims disobey Dream Eater, the entity cannot control its rage and will show its true form. To pacify, one has to... Oh, scheiße. Natürlich ist genau das geschwärzt. Oh Gott. Remora is relatively harmless entity. It refers to itself as Santiago. It appears it's that of a large floating mass of organics. When it comes to Remora's preference on other entities, there are a handful that it has been seen with. Dream of the, it escapes its enclosure regularly to voluntarily break into Dream Eater's enclosure. It has been noted that Remora would insert itself into the minds of Dream Eater's victims. While inside the hypnosis, Remora is often giving the appearance of a kiwi-colored kiwi bird. Jack in a box. Moment. Brauchen wir den Jack in a box im Cauldron? Ich will hier gerade nicht einen komplett falschen Spell machen. Dafür kriegen wir einen Schlüssel. Eine Säge, einen Löffel und ein Rentier. Aber wo ist denn eine Säge? Junge, ich hab so Angst. Warum wird das Game denn plötzlich so gruselig? Okay, wir brauchen eine Säge. Eine Säge, eine Säge, eine Säge. Ja. Ich wüsste nicht, wo man eine Säge halt hat. Da ist einfach ein Hirn. Warum liege ich da rum? Es wird halt auch nicht irgendwo besonders angezeigt, wo was sein könnte. Ja. Exit.
Dafür brauchen wir den Schlüssel dann auf jeden Fall. Also das wird der Haustürschlüssel sein, mit dem wir weg von hier kommen. Aber da war auch irgendwas mit einem Löffel und halt eben ein Rentier. Rentier könnte irgendwie so ein Kopf sein, den man sich vielleicht aufhängt. Löffel. Ich finde hier nirgendwo was. Man muss auch dazu sagen, der Bereich, wo halt irgendwas angeleuchtet wird, ist sehr gering. Ich sehe halt auch gefühlt nichts. Ich glaube, das wird auch oben sein. Hilfe. Hilfe, Hilfe. Da. Rentier. Deer Skull. Sehr gut. Jetzt noch eine Säge. Heißen die... Eine Säge. Und dieser Löffel. Ich verstehe diesen Löffel halt noch nicht ganz. Wo wir den finden. Dadurch, dass es halt ein Löffel ist, hätte ich am ehesten gedacht, dass man das irgendwo hier in der Küche findet. Ja! Ja, 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 ja! Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Wir haben den Schlüssel. Ich weiß nicht, ob ich einfach hätte nach unten laufen können. Rennen wir einfach nach unten? Wir gehen einfach. Wir sind rausgekommen. Developer Taylor Rabby. Aha. Santiago, Silly Stash. Just wanted to be in the credits. Hey, Aaron. Fair enough. I Froggod. Ending 3 of 3. Disobedient. This was my first game ever? Das war unfassbar gut. Freunde, ein ganz normales Froschspiel, wie ihr seht. Ich liebe Frösche.